Hey Freunde und herzlich willkommen zur vorletzten Etappe der diesjährigen Tour de France. Und es wird spannend. Wir bewegen uns hin zum Schluss dieser Tour und es ist echt so viel los gewesen. Und wir sind gerade noch in der Führungsposition vom grünen Trikot und das ist nach wie vor unser Ziel. Das wird das Wertungstrikot sein, das wir mit nach Hause nehmen können, hoffentlich. Heute natürlich eine Sprint-Etappe, deswegen entscheidend dafür. Und deswegen springen wir direkt rein ins Rennen. Und es kam zu einem Sturz im Hauptfeld. Unter anderem betroffen Michael Matthews und Alexander Christoph. Wichtig heute eben für diese Sprint-Etappe. Wir haben auch ein leicht welliges Terrain, also auch gerade die beiden Sprinter-Kandidaten für die heutige Etappe. Aber werden hier bei dem aktuellen Tempo locker wieder rankommen. Weil irgendwie sonst niemand auch Bock hat zu arbeiten. Das heißt, ich mache hier mit Kemner 58 Einsätze und mache ja die meiste Arbeit der Führung, der Nachführarbeit. Wir haben halt vorne eine Gruppe wirklich mit 29 Fahrern. Mal wieder ein Chris Froome, der wirklich so oft hier in Ausreißergruppen mit vertreten war, aber nicht mal einen einzigen Bergpunkt geholt hat. Ja, wie gesagt, 29 Fahrer, das ist eine Riesengruppe und ja, ich befürchte fast, dass die vielleicht sogar heute durchkommen. Aber das wäre nicht unbedingt schlimm für mich, weil ich glaube, hier ist niemand dabei, der noch in der Punktewertung uns gefährlich werden könnte. Insofern, wenn ich heute die Etappe nicht gewinne, aber dafür das grüne Trikot gewinne, ist es mir das wert. Also den Trade gehe ich eigentlich, glaube ich, gerne ein. Trotzdem mache ich hier mal so eine ganz entspannte Nachwehrarbeit mit Lennart Kemner und gucke einfach mal, was noch so im Verlauf der Etappe passieren wird. Es ist wieder eine Gruppe zurückgefallen. Pidcock ist diesmal dabei. Rowe, Alaphilippe, Martinez, Mohoric, aber auch diese Gruppe sollte es, denke ich, wieder schaffen, ins Hauptfeld zurückzukommen. Weiterhin, ja, ein langsames Tempo, aber diesmal ist es Astana, die jetzt sich ein bisschen in die Führungsarbeit mit einklinken. Das ist vielleicht tatsächlich wegen Lutsenkos Position, aber ich weiß es nicht. Jonas Rutsch greift an, die Ausreißer haben noch ungefähr 5 Minuten Vorsprung. Das heißt, ich werde jetzt hier auch mal ein bisschen arbeiten, um sie vielleicht noch einzuholen, auch wenn die Chance vielleicht doch recht gering ist, dass wir es tatsächlich schaffen sollten. Martinez und Alaphilippe sind wieder zurückgekommen, allerdings diese Domestique-Fahrer, unter anderem auch Pidcock, der war ja gut dabei in der Jungfahrerwertung, die schaffen es nicht. Ich ziehe das Tempo mit Konrad nochmal an und mit Schachmann und Konrad kann ich es mal wieder auf automatisch stellen. Kostet extrem viel Energie und nach 19 Etappen Tour de France hat man die vielleicht nicht mehr unbedingt. Aber so ist das halt. Wir lassen den Vorsprung tatsächlich deutlich schrumpfen, so wie es aussieht. Ist jetzt gar nicht mal so sicher zu sagen gewesen, ob das tatsächlich so funktioniert. Ich vergesse das hier immer. Es sieht allerdings recht gut aus, was das anbelangt. Sollte, glaube ich, auch relativ gut durchkommen. Von der Energie her. Mit den Fahrern, die ich hier habe, bis zur Ziellinie. Wobei ich das Terrain nicht so ganz mit einberechnet habe. Muss ich ehrlich zugeben. Ich denke, das sollte ungefähr hinhauen. 3 Minuten noch, ist es unwahrscheinlich, dass wir sie einfangen, sage ich ehrlich. Es ist wirklich unwahrscheinlich. Aber wer weiß. Noch ist das letzte Wörtchen nicht gesprochen und Van Aert und Christoph hängen an meinem Hinterrad und Vlasov schafft es halt eben nicht, dann sich dazwischen zu zwängen. Zum Brecher. Und wir sind... Oh, nee, ich habe... Nee, mit dem Energiemanagement klappt das hier überhaupt nicht. Ich habe es total verhauen, weil ich irgendwie
genau hier unten auf die Kilometerzahl geschaut habe und nicht auf diese hier, die für mich ja natürlich relevant ist. Das betrifft natürlich die Ausreißergruppe hier vorne, die jetzt sage ich, jetzt lege ich mich fest, durchkommen wird. Ja, das ist natürlich unpraktisch, dass wir jetzt eben erst bei der 5-Kilometer-Marke sind und Vlasov halt absolut nicht mehr das Hinterrad erreicht von Sven, wo Van Aert und Jakobsen sich jetzt hinten ranhängen. Es sind immer noch große Namen, die mit dabei sind. Und wir sind bei 4 Kilometern knapp. Und Vlasov, wie gesagt, er kommt noch nicht so ganz durch. Was natürlich extrem schade ist. Und nicht gut für uns. Vogel, Van der Poel und Philipsen. Sie gehen für den Sprint mit Philipsen, was gut ist, weil natürlich Van der Poel mit der gefährlichste Kandidat noch ist für das grüne Trikot. Jetzt hier schon mal das Energie-Gel an bei Sam Bennett und starte jetzt den Sprint mit Van Poppel, weil ich werde hier eh eingequetscht und Vlasov ist ganz woanders. Vorne entscheidet sich gerade die Etappe. Zwar ziemlich deutlich für Connor Swift. Vor Jon Izagir wahrscheinlich. Oder Madouas wird noch vorbeiziehen. Okay. Interessant. Und selbst Sam Bennett hat das Hinterrad nicht mehr erreicht bekommen. Ja, und keine Ahnung, wo Vlasov hier hinten rumsteckt. Ich schaue mir nochmal eben die Karte. Oh. Uiuiui, ist nochmal sehr kurvig. Wobei es geht sogar noch. Weil den Part haben wir jetzt ja schon hinter uns. Also ich könnte fast schon mit Vlasov sprinten, der ist in einer so schlechten Position. Ich finde es halt krass, dass er wirklich nicht nur das Hinterrad nicht bekommen hat von Sam Bennett, sondern auch noch also so weit dahinter gelandet ist. Das ist natürlich mehr als suboptimal. Geht das Hinterrad von Philipsen mit Sam Bennett, weil der ist gerade extrem schnell unterwegs und das hat so gar nicht funktioniert. Oh nein. Ja, okay, das ist ein Horrorsprint. Oh nein, es ist ja peinlich. Das hat wirklich so absolut gar nicht funktioniert und Vlasov überholt nach der Linie noch Sam Bennett und das also wirklich maximal schlecht hat das Ganze funktioniert. Wahrscheinlich die beste Etappenplatzierung für Chris Froome bisher. möglicherweise. Ja, was soll ich sagen? Das ist gar nicht aufgegangen. Aus, hoppala. Verschiedenen Gründen, aber gerade eben auch aus dem Grund, dass Vlasov das Hinterrad von Sam Bennett nicht behalten konnte. Ja, hat Pogacar Punkte geholt heute? Ne, ich glaube nicht. 25. kriegt keine Punkte mehr, ne? Er ist auf jeden Fall vor uns reingekommen. Aber wir haben noch einen kleinen Vorsprung auf Tadej Pogacar. Wird morgen vielleicht halt eben gefährlich in der Zeitfahretappe. Deswegen bin ich da noch dran, dass wir das irgendwie verteidigt bekommen. 3 Leute sind in der Top 10 und Teamwertung wird morgen nochmal interessant. Wir haben ein Zeitfahren von 40 Kilometern und ich glaube, das muss ich irgendwie nochmal Probe spielen, damit ich irgendeinen Plan habe, was ich da morgen machen muss. Wir starten mit Danny van Poppel, der wird die erste Runde fahren, dann kommt Ryan Mullen und so weiter und so fort, bis dann schlussendlich Vlasov dran ist und Vlasov, ja, wird also hoffentlich eine möglichst gute Zeit fahren. Das ist sehr wichtig für uns, damit wir eben natürlich unseren dritten Platz verteidigen. Auf der einen Seite, was relativ machbar zu sein scheint. Und damit wir vielleicht eben noch ja, in den Top 20, glaube ich, platziert werden, um nochmal einen Punkt fürs grüne Trikot zu sammeln. Und irgendwie noch vor Pogacar durchzukommen, der natürlich hier favorisiert ist, zusammen mit Roglic und Küng. Ja, hoffen wir das Beste und sehen wir uns in der nächsten Etappe. Bis dahin, macht's gut und bye bye.